WDR 3. Meisterstücke. Klassik für Entdecker mit Michael Lohse. Ich komme vom Kabarett, liebe klassische Musik und rede gern darüber. Weg mit den Schubladen. Klassik ist doch oft auch nur die Popmusik der letzten Jahrhunderte. Es gibt so unfassbar viel tolle Musik. Aus dieser Fülle suche ich zusammen mit meinem Team jede Woche ein Meisterwerk aus und erzähle seine Geschichte. Geige, Klavier, Flöte kennen wir alle. Aber die wunderbare Welt der Instrumente ist so viel größer und voller Kuriositäten. Da ist zum Beispiel der Oktobass. Ein 3,5 Meter hohes Streichinstrument, quasi unbeweglich und auch fast nicht spielbar. Dann gibt es die Glasharmonika. Eine Reihe gläserner Glocken, für die sogar Mozart komponierte. Deren Spiel aber nach Ansicht seiner Zeitgenossen leider wahnsinnig machte. Dann gibt es noch die Oberbergener Bassgeige, die gar kein Instrument ist, sondern eine Weinlage in Baden. Und dann ist da noch die Arpeggione oder der Arpeggione oder das Arpeggione. So genau weiß es keiner mehr. Eine Mischung aus einer Gitarre und einem Cello, die in den 1820er Jahren kurzzeitig Furore macht und dann schnell wieder in die Abstellkammer wandert. Und so wäre dieses wundersame Instrument heute wohl komplett vergessen, wenn nicht Franz Schubert ihr ein musikalisches Denkmal gesetzt hätte, die Sonate für Arpeggione und Klavier. Erst einmal musste das Instrument ja erfunden werden. Das übernimmt 1823 der Wiener Instrumentenbauer Johann Georg Staufer. Der ist Geigen- und Gitarrenbauer und will die Vorzüge von Streichinstrument und Zupfinstrument kombinieren. Heraus kommt das Gitarrenviolonchell. Von der Gitarre nimmt Staufer die Form des Instruments, die 6 Saiten und die Stimmung. Allerdings wird das neue Instrument wie ein Cello gehalten und mit einem Bogen gestrichen. Staufers Ziel: eine Gitarre, aber mit den Ausdrucksmöglichkeiten und der Dynamik eines Streichinstruments. Um das neue Instrument bekannt zu machen, tut sich der Erfinder mit dem Musiker Vinzenz Schuster zusammen, der von den großen Vorzügen des Gitarrencellos begeistert schwärmte. Dieses Instrument entspricht allen Forderungen, sowohl im Solo als auch in der Begleitung, da sein lieblich gerundeter Ton nicht nur das Ohr, sondern auch das Herz befriedigt. Und Schuster geht noch weiter. Er gibt ein Werk für das neue Instrument in Auftrag bei Franz Schubert. Der liefert prompt die Sonate in A-Moll für Arpeggione und Klavier. Warum das neue Instrument hier auf einmal Arpeggione heißt, ist völlig unklar. Der Name findet sich nur bei Schubert. Kein gutes Marketing. Und auch sonst bleibt der Instrumentenneuheit der Durchbruch verwehrt. Schnell stellt sich heraus, dass der Ton deutlich schwächer ist als der eines Cellos. Hier im direkten Vergleich einmal die Arpeggione. Und dieselbe Passage auf einem Cello. Dazu kommen weitere Probleme. So lässt sich die Intonation auf dem neuen Instrument dummerweise nur schwer kontrollieren. Das Ergebnis: das Gitarrencello gerät binnen weniger Jahre in Vergessenheit. Als Arpeggione lebt es aber trotzdem fort, denn Schuberts Sonate lässt sich auch auf einem Cello oder einer Bratsche wunderbar spielen. Und in dieser Fassung wird das Werk weltberühmt. Thank you.
Auch wenn die Sonate eine Auftragsarbeit war, Schubert erweckt sie zum Leben. Für den Romantiker Schubert ist die Musik immer auch ein Spiegel der Seele. Und als solcher wird das Stück von einer gehörigen Dosis Melancholie durchzogen. Im Jahr vor der Entstehung war Schubert mit gerade einmal 26 Jahren schwer erkrankt, vermutlich an den Folgen der Syphilis. Er sollte nie wieder komplett genesen. Dazu kommt eine schwere psychische Krise. Im Frühjahr 1824 schreibt Schubert an einen Freund: Ich fühle mich als den unglücklichsten, elendsten Menschen der Welt. Jede Nacht, wenn ich schlafen gehe, hoffe ich nicht mehr zu erwachen. Und jeder Morgen kündet mir nur den gestrigen Gram. Der Grundtenor der Sonate ist dann auch eher verhalten, fast leidend. Schon das prägende Thema im ersten Satz kommt reduziert daher, tastet sich in langsamen Läufen vor und überrascht dann wieder mit unvermittelten Sprüngen. Dabei zitiert Schubert sich selbst. Die ersten Töne des Themas sind exakt der Beginn seiner Sinfonie in H-Moll, die Schubert zwei Jahre vorher schrieb und die er vermutlich nie fertigstellte, weshalb sie heute als die Unvollendete bekannt ist. Auf der anderen Seite bietet die Sonate für Arpeggione und Klavier deutlich mehr als nur Melancholie. Schon das zweite Thema sorgt mit schnellen Läufen und einem Wechselspiel zwischen den beiden Instrumenten für einen Stimmungsumschwung und klingt wie frisch aus dem Wiener Kaffeehaus. Und schon tritt Schubert wieder auf die Bremse. Die schnelle Abfolge von musikalischen Einfällen und Stimmungen ist eines der Merkmale der Sonate, gerade weil die Wechsel nie gewollt wirken, sondern immer wie der logische nächste Schritt daherkommen. Dazu zeigt Schubert im ersten Satz, wie meisterhaft er die Formen seiner Zeit beherrscht. Die Themen werden etabliert und dann nach allen Regeln der Kunst variiert. Durchaus dramatisch. Ganz anders der zweite Satz. Er kommt wie ein Lied daher. Das dürfte für Schubert eine leichte Übung gewesen sein. Immerhin hatte er schon hunderte Lieder komponiert. An die Stelle des Gesangs tritt die Arpeggione, die die zarte Melodie vorträgt. Immer wieder versucht Schubert, dem neuen Instrument gerecht zu werden, für das er hier schreibt. So baut er mehrfach Passagen ein, in denen das Gitarrencello sich aufs Zupfen verlegt und tatsächlich eher an eine Gitarre erinnert. Hier
Hier wird auch deutlich, dass Schubert das Klavier als gleichberechtigten Partner in der Sonate sieht. Es ist mehr als nur Begleiter, übernimmt Teile der Melodie oder tritt mit der Arpeggione in einen Dialog. Kein Wunder, immerhin saß Schubert bei der Uraufführung der Sonate selbst am Klavier. Den Arpeggione-Part übernahm der Auftraggeber des Werks, Vinzenz Schuster, als die Sonate Ende 1824 zum ersten Mal gespielt wurde. Viele Aufführungen dürften dem Werk dann erst einmal nicht vergönnt gewesen sein. Die Arpeggione setzt sich nicht durch. Ihr Erfinder Johann Georg Stauffer baut noch einige weitere erfolglose Instrumente und landet schließlich in einem Wiener Armenhaus. Und auch Schubert bleibt nicht mehr viel Zeit. Knapp 4 Jahre nach der Komposition der Sonate stirbt er mit 31 Jahren. Bis die Sonate veröffentlicht wird, dauert es noch mehr als 40 Jahre. Von der Arpeggione spricht da schon längst niemand mehr. Die Sonate erscheint direkt in einer Bearbeitung für Cello und Klavier. Erst in den 1960er Jahren wird in einer privaten Sammlung in Stuttgart ein Exemplar einer Arpeggione wiederentdeckt. Instrumentenbauer fertigten einige Nachbauten an, sodass es heute auch Aufnahmen in der Originalbesetzung gibt. Doch auch unabhängig von diesem wunderlichen Instrument bleibt Schuberts Sonate ein Meisterstück. Weil ein melancholischer Romantiker hier sein Empfinden in Musik fasst und gleichzeitig ein genialer Komponist eine überbordende Zahl musikalischer Ideen spielerisch leicht aneinanderreiht. Schubert ist in dieser Sonate so tiefsinnig und zugleich so leichtfüßig, dass Robert Schumann einige Jahre später feststellte: Die Zeit, so schön es sie gebiert, einen Schubert bringt sie so bald nicht wieder.